Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich den Philips 50 PUS 57607-12 Fernseher im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. Die Bildschirmdiagonale beträgt 50 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50 bzw. 60 Hertz. Lebendiges HDR-Bild. Ihr Philips 4K Mini-LED-TV ist mit allen gängigen HDR-Formaten kompatibel, darunter Dolby Vision. Ganz gleich ob Kultserie oder das neueste Videospiel. Schatten sind dunkler, helle Oberflächen strahlender und Farben werden lebendiger. Ideal für Gaming, geringe Latenz bei jeder Konsole. Mit Ihrem Philips-Fernseher können Sie das Beste aus Ihrer Konsole herausholen. Mit schnellem Gameplay und flüssiger Grafik. HDMI-Konnektivität mit VRR-Unterstützung und eine Einstellung mit niedriger Latenz wird automatisch aktiviert, wenn Sie Ihre Konsole einschalten. Die Farbe des Fernsehers ist ein matt-schwarz, er wiegt 9,3 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 111,3 cm in der Breite, 65,44 cm in der Höhe und 8,53 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x100 WESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von F. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 64 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Flaches, elegantes Design. Sie möchten einen Fernseher, der zu Ihrem Raum passt? Dieser 4K Smart TV ist für jede Umgebung gerüstet. Der nahezu rahmenlose Bildschirm passt zu jeder Inneneinrichtung. Die schlanken Standfüße erwecken den Eindruck, als würde der Bildschirm über dem Fernsehschrank schweben. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich die folgenden Anschlüsse: 2x USB 2.0, 1x Ethernet RJ45, 3x HDMI 2.0, 1x Satellite In Main F-Type Female, 1x Optical Audio Out, 1x 3,5 mm Audio Out, 1x Antenna RF Female und 1x CI Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct und DLNA. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über ARC an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Vision und Dolby Atmos. Die Unterstützung von erstklassigem Dolby-Klang und Dolby-Video-Formaten bedeutet, dass die HDR-Inhalte, die Sie sich ansehen, großartig klingen und aussehen. Genießen Sie ein Bild genau wie vom Regisseur gewollt und erleben Sie einen raumfüllenden, klaren und tiefen Sound. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Sapphire gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Der intelligente Weg für mehr Spaß mit Ihrem Fernseher: Sapphire. Das schnelle, intuitive Sapphire-Betriebssystem macht die Verwendung Ihres Philips Smart TV zu einem ganz besonderen Erlebnis. Genießen Sie hervorragende Bildqualität und erhalten Sie mit einem Klick Zugriff auf eine klare Menüführung. Bedienen Sie Ihren Fernseher mit Leichtigkeit und navigieren Sie schnell zu den beliebtesten Philips Smart TV Apps. Damit ist unser Test des Philips 50 PUS 57607-12 Fernsehers nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare, ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!